genau 9 Jahren fuhren wir auf dieser Straße. Plötzlich kehrten wir zurück. Doch diesmal ist mein Traum in Erfüllung gegangen. Endlich ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Ich weiß, dass Träume nur in Erfüllung gehen, wenn man selbst etwas dafür tut. Oder eben, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Wir sind gerade in Venedig angekommen. Jetzt fahren wir gerade durch die Rialto-Brücke. Voll schön! Und die Bella ist auch dabei. Da ist sie, die Bella. Ja, Bella. Voll cool. Ui. Oh, der ist ein bisschen schneller. Hätten wir mal lieber den genommen. Voll schön. Gefällt dir, Luki? Ja. Hier ist die Piazza del Mercato. Hier wird Fisch und Obst verkauft. Hat der junge Mann gerade gesagt. Bella! Ja, Bella! Ja, die beobachtet hier auch alles, ne? Hier wird gerade irgendwas ausgeliefert. Weißt du? Giacomo Casanova. Cool. Ja, du bist in Venedig. Ja, in Venedig. Die Papo. Der Gondoliere hat mir jetzt gerade noch erklärt, dass 1966 das Hochwasser so hoch war. Also, da war Hochwasser. Mein Gott, deutsche Sprache und so. Ihr wisst Bescheid. Wahnsinn, oder? Und hier waren die Häuser von Marco Polo. So diese Zone hier, sagt er. Das wären die Häuser von Marco Polo gewesen. Cool. Achtung! Voll heiß, ne, Luki? Yeah. Wahnsinn. Ich glaube, wir haben es 40 Grad. Aber es ist voll schön. Yay, und das haben wir uns jetzt gegönnt. In der Gondel, gegönnt. Das haben wir uns jetzt gegönnt in der Gondel. Also, das waren die Gefängnisse. Schaut, von Rialto. Und hier ist die Rialto-Brücke. Die wurde gebaut 1588, hat er gerade gesagt. Lassie, guck mal darüber, wie die Sachen anliefern. Cool. Mega, ne? Ganz ungewohnt für uns. Fein, ne Bella, du hast auch Durst, ne? So ist nicht die Bella. Bella ist in Venedig. Ja. Leute, es gibt nur noch Videos jetzt von Venedig. Aus Venedig? Weil wir hierher ziehen. Ja, wir wandern aus. Der Max muss nur noch Italienisch lernen. Nee, das geht schon so. Läuft schon so, ne? Du nimmst einfach die Bella mit, weil die Bella ist voll der Anziehungsmagnet für Frauen. Ja. Der Max wird total angequatscht hier. Wegen der Bella. Seht ihr die Bella? Wo sind wir hier überhaupt, Max? Auf welchem Platz sind wir hier? Den großen. Den großen. Auf dem Markusplatz, Max. Ey, Geografie, setzen 6. Es ist so schön hier, Leute. Aber ich glaube, wir haben es 50 Grad oder so. Nein. Also es sind auf jeden Fall 40 Grad. Ja, wir laufen jetzt mal weiter. Es ist so, so schön. Und wir wollen auf der Rialto-Brücke jetzt noch ein paar schöne Bilder machen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Die Kinder sind jetzt nicht mehr so amused über das Umlaufen. Aber das ist ja auch ganz klar bei der Hitze. Ne? Wir sind auf der Rialto-Brücke. Es ist so, so schön. Wahnsinn, ein Ausblick. Ihr müsst unbedingt hierher kommen, wirklich. Ihr müsst es selbst erleben. Das ist unbeschreiblich hier. Bella möchte am liebsten ins Wasser, ne? Ja.
Wir sind am Markusplatz. Freue mich gerade voll. Man kann sich jetzt hier so ein Sorbetto aussuchen. Hier gibt es verschiedene Geschmäcker. Und dann hat man hier noch so Toppings, ne? Also Schokolade, Kokos und so weiter. Grazie. Grazie. Ja, und ich habe jetzt für den Max Erdbeer genommen. Der wollte jetzt keine Schokosoße drauf haben. Luki, kannst du mal bitte mir helfen? Danke, Schatz. Dann nehme ich das Eis. Und vergesst nie, eure Kassenzettel mitzunehmen in Italien. Ganz wichtig, per la finanza. So ein Schimpfen. Max, da, Schatz. Da, mein Schatz. Danke. Sorry wegen der Serviette. Schön. Bitte schön. Und die nächste Abkühlung. Wieder gut, Bella? Nee, noch nicht gut. Wer war das denn? Sehr schrecklich. Hier gibt es aber auch echt wenig Mülleimer. Ne, Max? Ganz wenig. Das ist schrecklich. Fühl dich beim Max aus. Zack. Träume sind unerlässlich, wenn man die Zukunft gestalten möchte. Tell me I look good. Tell me I look fine. I want you to show.